B1.3. Begründen Sie rechnerisch, dass sich die Parabel P und die Gerade G in zwei Punkten schneiden. Man soll jetzt also die Schnittpunkte der Parabel P und der Geraden G im Prinzip berechnen. Es reicht hier nachzuweisen, dass es tatsächlich zwei gibt. Die Koordinaten selber muss man nicht bestimmen. Wir brauchen also zuerst die Gleichungen der Parabel und der Gerade. Also die Gerade G hatten wir gerade aufgestellt, hatte die Gleichung 0,5x minus 2,5. Und die Parabel P haben wir oben aufgestellt, mit y ist gleich minus 0,5x² plus 2x plus 3. So, zu zeigen, dass es tatsächlich zwei Schnittpunkte gibt, wäre an dieser Stelle auch mit dem Taschenrechner möglich, zum Beispiel über die Calc-Funktion oder über den Grafiksolver. Da würde man gleich zwei Schnittpunkte bekommen, beziehungsweise man sieht ja auch hier im Graphen ganz deutlich, dass es eben zwei Schnittpunkte geben muss. Hier soll jetzt eben nur nachgewiesen werden, rechnerisch eben, dass es diese zwei Punkte tatsächlich auch gibt. Wie gesagt, mit dem Taschenrechner lösbar. Ich gehe jetzt aber wieder auf das Übliche, nämlich das Gleichsetzungsverfahren. Y ist einerseits 0,5x minus 2,5, andererseits minus 0,5x² plus 2x plus 3, also muss dieser Teil gleich diesem Teil sein. Daraus folgt, g ist gleich p. Und wenn wir das jetzt einsetzen, bekommen wir die Gleichung 0,5x minus 2,5 ist gleich minus 0,5x² plus 2x plus 3. So, was hier auf jeden Fall zu sehen ist, dass wir eine quadratische Gleichung haben. Und über quadratische Gleichungen wissen wir jetzt, sie können entweder 0, 1 oder 2 Lösungen haben. Wir müssen jetzt also zeigen, wann hat diese quadratische Gleichung zwei Lösungen? Da hilft uns wieder die Formelsammlung weiter. Auf der Seite 10, wo sie nämlich sagt, Anzahl der Lösungen, eine quadratische Gleichung hat genau dann zwei Lösungen, wenn die Diskriminante positiv ist. So, gut, was ist die Diskriminante? Das ist einfach ein Term, aus der sie wie folgt zusammensetzt. D ist gleich b² minus 4 mal a mal c. So, jetzt noch rausfinden, was ist b, a und c. Da steht eigentlich auch gleich daneben, beziehungsweise drüber, nämlich wenn wir die allgemeine Form von quadratischen Gleichungen betrachten, mit y ist gleich ax² plus bx plus c, dann haben wir hier die entsprechenden Variablen gegeben. So, jetzt müssen wir für unseren Fall das entsprechend umformen. In unserem Fall brauchen wir sogar folgende Gleichung, nämlich allgemeine Form 0 ist gleich ax² plus bx plus c. Das heißt, ich muss jetzt meine Gleichung so umformen, dass sie am Schluss heißt 0 ist gleich und dann der ganze Rest. Das heißt, ich schaffe jetzt hier diese linke Seite alles komplett auf die rechte rüber. Die 0,5x geht mit minus 0,5x auf die rechte Seite. Dann kann ich noch zuschreiben, die minus 2,5 nehme ich gleich mit plus 2,5. Dann heißt es hier jetzt 0, jetzt mache ich mal schöner. 0 ist gleich minus 0,5x². So, und jetzt plus 2x minus 0,5x sind plus 1,5x und 3 plus 2,5 sind plus 5,5. So, jetzt überprüfe ich, ob ich die entsprechende Form schon habe. Ich schreibe jetzt einfach drunter, 0 ist gleich ax² plus bx plus c. Und wir sehen, aha, es ist genau die Form, die wir brauchen. A ist dabei immer der Zahlfaktor von x². B ist der Zahlfaktor vor x
Und c ist die Zahl ohne Variable. So, setzen wir es in die Diskriminante ein. D ist gleich b Quadrat und b ist 1,5. Also 1,5 Quadrat minus 4 mal, jetzt kommt a hinzu, also minus 0,5 mal, müssen wir am Schluss mal c und c war 5,5. So, das kann man jetzt noch ausrechnen. 1,5 Quadrat sind 2,25. Minus 4 mal minus 0,5, minus mal minus ist plus, 4 mal 0,5 sind 2. Und 2 mal 5,5 sind 11. Kann ich auch mal ausrechnen, sind 13,25. Und was fällt über 13,25 auf? Es ist auf jeden Fall größer als 0. Und damit gibt es auf jeden Fall zwei Lösungen. Mehr war in diesem Fall nicht gefragt. Hier hieß es ja nur, begründe rechnerisch, dass sich die Parabel p und gerade g in zwei Punkten schneiden. Wie diese Punkte heißen, ist ja nicht gefragt. Also rechnen wir sie auch nicht weiter aus. Und es reicht uns diese Lösung.